Moin Leute, ich bin Felix. Noch sitze ich hier ganz alleine, aber gleich kommen mich 6 Musiker der Bocholter Rockszene von 1981 besuchen. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem ersten Molke Talk. Wir sprechen heute über 40 Jahre BOA Rockszene. Im Frühjahr und Herbst 1981 sind 2 Schallplatten mit Aufnahmen von bekannten Bocholter Bands herausgekommen. Und jetzt wollen wir die Gelegenheit einfach mal nutzen und die Musiker, die damals dabei gewesen sind, nach 40 Jahren wieder zusammenzubringen. Sternberg wurde Ende 1978 gegründet, von Uwe Gronau an den Keyboards und Emil Janning am Bass. Ursprünglich spielten sie eine Weather Report-ähnliche Musik, aber durch den Schlagzeuger Ansgar Üffing tendierte diese immer mehr Richtung Rock und Funk. Eine Zeit lang waren sie als Dreierformation unterwegs und nahmen dann den Gitarristen Wolfgang Demming bei sich auf. 1981 produzierten sie 2 Songs für die BOH-Rockszene 1 und 2 und sie gewannen den ersten Platz beim ersten Bundesrockfestival 1983 in Lüneburg. Der Gewinn war die Aufnahme ihrer Single Plonk the Bomb im WDR-Studio Köln. Ich sitze hier in der Mitte, fast in der Mitte, zwischen den 3 Gründungsmitgliedern, Wolfgang, Emil und Uwe. Und dann würde ich jetzt gerne einfach mal wissen, wie seid ihr denn damals auf den Namen Sternberg gekommen und wie habt ihr euch überhaupt gefunden zum Musikmachen? Zuerst muss man mal sagen, wir waren ja zu 4 Gründungsmitgliedern. Einer ist leider heute nicht dabei, unser Ansgar. Und wie wir dazu gekommen sind zum Namen, das war relativ einfach. Aber vielleicht erzählen wir die Geschichte mal anders, wie wir überhaupt wieder zueinander gekommen sind. Uwe und ich, wir hatten ja schon mal ein Kapitel gemeinsamer Musik vorher, die Band Krüsis, eine Band, die nur aus Schlagzeug, Bass und 2 Keyboards bestand. Und da sind wir nicht ganz friedlich auseinandergegangen, weil wir uns dann irgendwann über die Musik nicht mehr einigen konnten und haben uns dann an einem ganz besonderen Ort wieder getroffen. Möchtest du das nochmal kurz erzählen, Uwe, wie das damals geschehen ist auf der Seine? Das hast du erzählt. Also Uwes Vater war ja Leiter des Madrigalchores hier in Bocholt und die haben Ende der 70er Jahre haben die eine kleine Tournee gemacht nach Frankreich und die Idee war, dass im Dom von Orléans das Konzert von dem Madrigalchor aufgenommen werden sollte. Und ich habe damals mit dem Clemens Paskert von Panmusik zusammengearbeitet und bin mit ihm zusammen und den entsprechenden technischen Artikeln dem Chor hinterhergereist und wir haben dann im Dom von Orléans eine sehr schöne Aufnahme von dem Chor gemacht, die meines Wissens auch nachher auf einer LP veröffentlicht worden ist. Und als Incentive für den Chor war eben geplant, eine Seine-Kreuzfahrt an dem Samstag oder Sonntag zu machen, so genau weiß ich nicht mehr. Und da haben wir dann zusammengesessen, der Uwe und ich haben gesagt, eigentlich müssten wir mal wieder was zusammen machen. Und davon ausgehend von der Seine-Kreuzfahrt haben wir uns dann zusammengesetzt, ja, wir machen was zusammen. Dann haben wir relativ umständlich einen Probenraum gesucht, haben den dann in so einer stillgelegten Textilfabrik gefunden und haben da zusammengesessen, dann erstmal nur zu zweit und haben dann nach weiteren Bandmitgliedern gesucht, haben also einige Schlagzeuger, einige Gitarristen ausprobiert, bis dann eben Wolfgang dabei war und der Ansgar. Und irgendwann kam natürlich die Diskussion darauf, wie wollen wir uns denn überhaupt nennen? Und da wir schon damals den Anspruch hatten, nicht nur in Bocholt bekannt zu werden, sondern auch noch woanders, haben wir gesagt, wir brauchen einen Namen, der sich sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch gleich ausspricht. Und so sind wir auf den Namen Sternberg gekommen. Herr Sternberg war ein Mediziner, ein deutscher oder österreichstämmischer Jude, der in die USA ausgewandert ist im Dritten Reich und der bekannt ist für seine Beiträge zur Pathologie von bestimmten bösartigen Erkrankungen. Und da gibt es eine Zelle, die heißt es die Sternberg-Rietzsche Riesenzelle. Und an diesen Pathologen haben wir dann gedacht und haben diesen Namen gewählt.
Ja, und wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, ist das ja auch genau dein Gebiet, denn du bist Arzt gewesen nach deiner Zeit als Musiker, richtig? Ich habe schon zu dem Zeitpunkt, als wir Sternberg gegründet haben, Medizin studiert in Münster und habe mich danach spezialisiert auf Nephrologie und Rheumatologie und bin jetzt seit dem 30.09. des letzten Jahres bin ich im Ruhestand. Ich bin jetzt Rentner. Ja, aber eine Sache müssen wir noch dazu sagen. Wir haben ja am Anfang keine Instrumente gehabt, auch nicht das Geld dafür. Dann haben wir einen Kaplan in Bocholt gebeten, ob er uns nicht Geld leihen könnte, damit wir ein Schlagzeug anschaffen könnten. Und ja, wir würden dann als Dankeschön dafür sonntags den Gottesdienst bei ihm begleiten. Ja, so gesagt, getan, da haben wir dann einen Jugendgottesdienst geplant und sogar die Predigt selber geschrieben. Und Herr Wohlfahrt, so hieß der Kaplan, fand die Predigt so gut, dass er auch den Bassisten die Predigt hat halten lassen. Aber wir wollten die jungen Leute dort, die bei uns in die Messe kamen, die wollten wir so richtig, naja, also, den wollten wir mal so eine richtig moderne Messe präsentieren und nicht immer diese alten, vergammelten Lieder. Und dann haben wir da so eigene Songs gespielt. Und zwar bei der Wandlung, muss man sich mal vorstellen, bei der Wandlung haben wir ein Schlagzeugsolo eingebaut, sodass die den älteren Herrschaften, die da vorne am Altar niederknieten, beinahe die Hostie im Hals stecken geblieben ist. Die haben dann hinterher auch dem Kaplan gesagt, also die Band, wenn die nochmal hier in der Kirche spielt, dann treten wir aus der Kirche aus. Ne? Ja, dann mussten wir zu Hause in aller Ruhe erstmal planen und überlegen, was wir falsch gemacht haben. Und haben dann eine Querflötistin reingebeten in diese ruhigen Phasen des Gottesdienstes mit Wandung und so. Und das führte dann dazu, dass wir immer beliebter wurden und wir konnten auch immer mehr Geld fordern und haben dann schließlich eine Anlage gekauft, denn wir wollten Rockstars werden. Das war unser Ziel und das mit dem Gottesdienst war zwar eine nette Erfahrung, aber da wollten wir natürlich nicht ständig darauf hoffen, dass wir da über den Weg naja, Rockstars werden würden. Aber das, was Emil dann sagte, ist richtig. Nur eine Sache möchte ich ergänzen. Wir haben inseriert in der Zeitung, also semi-professionelle Rockband sucht Schlagzeuger. Dann meldete sich ein Mann und der meinte, ja, wir können ja mal eine Session machen, kommen Sie mal bei mir vorbei. Und dann gesagt, getan, sind wir bei dem vorbeigefahren und kamen ins Wohnzimmer und das ganze Wohnzimmer bestand nur aus Schlagzeug. Also Hängetoms, Rototoms, zwei Standtoms, zwei Snares, Doppelbassdrum natürlich und naja, Percussion noch, alle möglichen Sachen. Und Emil, der zwickte mich schon immer so, der ist der richtige Mann für uns. Ja. Wir werden hier eine Woche den Sound aufziehen, da wenn die Leute nur noch im Dreieck sprengen. Los, lassen Sie die Sachen rüberbringen. Haben die ganzen Klamotten rübergebracht in den Proberaum. Das war ein ganz edler Proberaum nach dem Brand, den wir vorher erlebt hatten, haben wir uns geschworen, nie wieder jemanden anders als Gruppenmitglied in den Proberaum zu lassen. Hölzerne Wände und naja, alles mögliche Schnickschnack, der große Tresor vor dem ehemaligen Chef. Naja, der Schlagzeuger baute und baute hörte gar nicht auf, den Schlagzeug aufzubauen. Und Emil und ich haben schon so ein bisschen ein bisschen geprobt. Ich habe da ein paar Akkorde auf der B3 gespielt und mit dem Bass und dann haben wir immer wieder zu dem Schlagzeuger rüber geguckt und der war dann auch fertig und also, wir dachten schon, jetzt geht's los. Ne? Ja, ich spiele aber irgendwie so einen Vierer-Takt und so. Ja, Moment, ich muss eben, tauchte der da unten ab und drehte da unten am Fuß, an der Fußbrocke da und irgendwie mit dem Fuß stimmt irgendwas nicht und ja, mach doch mal irgendeinen, wir wollen ja immer mal ein bisschen warm spielen. Und ja, gut, ich weiß nicht, da kamen so hilfesuchende Blicke zu uns drüber. Und Emil hatte die Situation als allererstes erfasst. Der konnte überhaupt nicht Schlagzeug spielen, der hatte noch nie ein Schlagzeug besessen vorher. Und glaubte einfach durch den Besitz eines Schlagzeugs in der Größe auch Schlagzeug spielen zu können, automatisch. Ja, und dann haben wir am Ende ihm gesagt, er sollte uns das nicht verübeln, aber er sei wohl nicht der Richtige. Und er hat das auch voll eingesehen. Und dann bin ich in die Molkerei gekommen und in der Molkerei unseren Schlagzeuger trommeln gehört. Da spielte einer unten im Keller wahnsinnig Schlagzeug, das war der Ansgar Öffing. Und der spielte zusammen mit Jochen Stentjes, machte die also eine Band mit zwei Schlagzeugern und
Bass, Gitarre und Keyboards. Und der war so unheimlich guter Arzt, dass ich nur noch von dem geschwärmt habe. Und der ist dann auch bei uns im Proberaum vorbeigekommen, hat eine Session mitgemacht und wir passten einfach total super zusammen an die gleichen Vorstellungen und von der Musik. Und dann haben wir Wolfgang noch bekniet mitzumachen. War stets gehofft, aber du bist eigentlich nie freigekommen, weil du bei anderen Gruppen gespielt hast. Ich kann ja ein bisschen dazu erzählen. Wir hatten vorher ein Projekt gehabt, mit dem Antra auch, zusammen mit dem Tito, der auch mit euch zusammen gespielt hat in der Band. Und das hatte sich irgendwie zerschlagen. Und dann hat Antra mich halt eben weich gekocht, bei euch mitzumachen. Und ich bin dann einfach mal zum Test auch da hingekommen. Und Uwe hatte einen anderen Gitarristen auch eingeladen. Der kam dann mit einer doppelhalsigen Ibanez-Gitarre da an. Da habe ich schon gedacht, oh, keine Chance. Dann hat er allerdings den Fehler gemacht und hat Smoke on the Water vorgespielt. Und so bin ich dann halt eben irgendwie in die Band reingekommen, haben wir noch einen anderen Termin ausgemacht und ein bisschen Session gemacht. Und somit war ich dann quasi in der Band. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, wir legen mal einfach direkt mein Lieblingsstück von euch tatsächlich, das erste Stück auf eurem Album Mystical Voyage. Ich gehe mal zu unserem Plattenspieler hin. Und zwar gab es die LP damals mit zwei Covern. Ich weiß gar nicht, das erste Cover wurde von Conny Zimmermann gezeichnet. Und ich weiß gar nicht, warum man sich dazu entschieden hat, die Platte wenig später nochmal mit einem anderen Cover aufzulegen. Die Titelliste ist gleich geblieben, die Songs sind gleich geblieben. Eine von beiden lege ich jetzt einfach mal auf. Ja, die Platte hören wir heute tatsächlich zum allerersten Mal. Ich habe das Exemplar gestern erst bei Clemens Paskert aus dem Archiv abgeholt. Die Platte ist noch nie gespielt worden, also jetzt quasi Premiere. Thank you.
appearing. Snakes on your head are appearing. Spiders on the ceiling, they bring me awful feelings, touch me with the long legs, wipe me up in cobwebs. I can't come out in a lovely shower, it's out of the stream. Wir machen jetzt erstmal ein kleines bisschen Werbung und dann machen wir gleich weiter mit Manni Platzköster von Atta Troll. Atta Troll wurde 1973 in Rhede gegründet, von Manfred Platzköster an den Keys und Willi Krieger am Schlagzeug. Inspiriert wurden sie durch den Titel The Fifth der holländischen Band Exception. Sie begannen als motivierte Laien, kannten sich aus der Realschule und hatten eine oft wechselnde Besetzung. Sie spielten in Jugendheim und Schulaulen und 1981 produzierten sie dann zwei Songs für die BOH-Rockszene 1 und 2. Manni! Jetzt, ich habe die Frage zwar schon bei Sternberg gestellt, aber wie kommt man auf so einen ausgefallenen Namen wie Atta Troll? Ja, ausgefallene Namen waren, damals waren wir Schüler und hatten eben irgendwelche tollen Romane gelesen in der Schule. Und das war uns total an damals und da hatten wir auch natürlich Namen. Aber es ist nicht so, wie bei Sternberg uns schon Gedanken macht, dass es international klingen müsste, sondern wir fanden das einfach gut, dass wir Atta Troll ist von Heinrich Heine, ist ein Tanzbär. Und ich fand, das passte so gut und den Namen fand ich mal einfach. Und war gut und das war dann endlich mal ein Name, wo alle sagten, ja, okay, könnten Sie mit leben. Und so ist das dann der Name geblieben. Ja, ihr habt, bevor ihr die Platten aufgenommen habt, auch schon 3-4 Jahre Musik gemacht. Wie lief das ab, seit ihr
auf Festen unterwegs gewesen? Oder ja, wo habt ihr gespielt? Ja, also regelmäßig gespielt in Jugendhallen. Ja? Einmal in Rede, immer einmal im Jahr wenigstens in dem Schulzentrum, da war das immer so das Highlight. Und ansonsten sind wir rumgezogen an Demokassetten, sind zu Jugendheimen gefahren und haben die dann abgegeben und haben dann so gerade in den ersten Jahren von dann und so aufgegeben. Und wie war es damals dann, als ihr so quasi direkt von der Bühne zum ersten Mal in ein Studio gescheucht worden seid? Oder war es überhaupt das erste Mal, dass ihr im Studio wart? Nee, genau, das war nicht so. Ich habe zu der Zeit schon im Studio gearbeitet, habe da schon verschiedene Sachen aufgenommen. Und wir haben mit einer tollen auch Demoaufnahmen da schon gemacht vorher. Und eigentlich im Grunde war das auch aus dem Fundus dann hinter die Aufnahmen, die auch die Platte bekommen. Stimmt, du hast ja auch am Mischpult gesessen mit Clemens Pörker zusammen. Hast du damals auch die Bands ausgesucht, welche auf die Platten gekommen sind? Ja, mit dem Aussuchen, das war eigentlich nicht so, sondern wir haben die Bands, die dann auch Zeit hatten oder das konnten und wollten, vor allen Dingen auch wollen ja die anderen Bands, die es zu der Zeit so ein Lokal gegeben hat. Die sind dann im Grunde auch dann darauf gekommen, die Welt. Und man hatte eben Beziehungen, man kannte zwei, drei Bands vielleicht, hat darüber gesprochen und nochmal nachgefragt. Und die kannten vielleicht wieder andere. Und so ist das dann meiner Meinung nach entstanden. Ist ja ein bisschen lange her. Genau, bis jetzt ist gar nicht mehr genau gelaufen. Aber wir kannten uns ja im Grunde als Bands. Und der Werner, unser Schlagzeuger, der arbeitete bei Bahnmusik. Und der kannte dadurch auch die meisten Kapellen, weil die eben dann in dem Geschäft immer auch. Ja, ich meine, ich habe auch schon gehört, ihr habt ja auch untereinander mal, wenn gerade ein Schlagzeuger oder ein Keyboarder gesucht wurde, dass ihr auch untereinander auch schon mal die Bands gewechselt habt. Also nicht die Besetzung, die auf der Platte zu hören ist, ist auch immer die. Das haben Bandmitglieder schon mal, also dass wir zum Beispiel Leute ausgespielt haben, die auch bei Sterbech dann hinterher gespielt haben, also das, sowas hat es natürlich auch gegeben. Hier zum Beispiel, oder auch der Mike Küper. Ja, von Emil habe ich gerade schon gehört, dass er auch kurz bei Atatroll dabei gewesen ist. Magst du dazu vielleicht kurz was sagen? Ja, das war in der Zeit zwischen Krüsis, wo ich mit Uwe zusammengespielt habe und eben der Gründung von Sternberg. Da hat mich wahrscheinlich Werner Ewing irgendwann angesprochen, dass Atatroll einen Bassisten brauchte. Und dann bin ich mal zu denen gegangen. Ich hatte sie vorher einmal im Keller von Manny Patzkesters Eltern in den Probenraum gehört und dann waren sie mittlerweile umgezogen in einem für unsere damals schon relativ luxuriösen Probenraum. Wir konnten also viel Lärm machen, wie wir wollten, also laut spielen, wie wir wollten. Wir hatten keine Nachbarn, die uns fortwärts auf Dach stiegen. Und uns müssten auch die Eltern von Ronny Patzkester nicht mehr länger leid tun. Und in der Situation bin ich dann angefangen. Ich meine, dass ich eher so um die 2-3 Jahre, ja, wo wir zusammen gespielt haben. Und ich meine auch spannend zu sagen, dass ich bei euch auch ein paar Stück auf dem Saxophon gespielt habe. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Kannst dich auch noch daran erinnern. Mhm. Und es war eben verglichen, wir waren eher so softig vom ganzen Sound her, ne? Ein Hardrocker. Das war nachher bei Sternberg war es ja mehr so richtig so funky, hardrockiger Jazzrock oder Funk. Ja. Hier, ne? Da waren wir, in diese Richtung haben wir damals nicht gehabt mit unseren zwei Gitarristen und der klassischen Rhythmusgruppe und Manieren und Gesang. Das glaube ich fast ausschließlich Lied gesungen. Ne? Oder genau, Dieter. Also die meisten Stücke wohl, aber eben Dieter auch schon mal. Genau. Ja. Und dann in den Jahren war die auch nur zweimal, zwei verschiedene Sängerinnen in späteren Jahren nochmal. Ja. War insgesamt eine schöne Zeit. Und davon können wir uns jetzt gleich direkt überzeugen, weil natürlich haben wir die Platte auch hier. Und ich würde einfach mal vorschlagen, dass ich die jetzt einfach mal auflege. So, dann kommen wir jetzt auch endlich zur ersten Rockszene-LP, die dieses Jahr vor genau 40 Jahren rausgekommen ist und wir hören einfach mal rein, wie sich Manny an den Tasten so macht, beziehungsweise gemacht hat. Bin mir sicher, heute kriegt er das vielleicht noch genauso gut hin. Thank you.
nachdem wir uns jetzt von Ratatoll überzeugen konnten, habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Nächstes Jahr wird die Stadt Bocholt ja 800 Jahre alt und zu dem Anlass ist geplant, ein Konzert mit verschiedenen alten Bocholter Bands zu machen, namentlich Ratatoll, Praxis und Cumulus. Das Ganze findet am 29.10.2022 statt und es wäre schön, wenn einige von euch kommen könnten. So, Manni, jetzt haben wir euch gerade gehört. Du hast noch was zu erzählen zu den Aufnahmen? Ja, wer zum Schluss mal genau hingehört hat, der wird wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, da ist ja völlig schräg gesungen worden. Ja, und das stimmt auch. Und normalerweise ist ja bei solchen Tonstudioaufnahmen sowas alles immer total perfekt. Ne, man sagt dann, komm nochmal den Take, ja, fünfte, sechste, siebte Mal. Aber unsere Sängerin, so toll wie sie wirklich war, also eine fantastische Sängerin, hat nach dem zweiten Mal gesagt, du, zweimal gesungen ist genug. Und dann ist die gegangen. Dann war das Tonstudio so aufgebaut, oben war das Pult, unten waren die Aufnahmeräume und irgendwann hörte ich nichts mehr und dann waren auch Kameras, sah ich nichts mehr, bin runtergegangen, war die weg. Einfach weg. Ja, und damit ist jetzt also sozusagen das Stück ganz schräg zu Ende gegangen. Darf ich da auch was zu erzählen? Ja, aber sicher. Mir fällt die Geschichte ein, wie gesagt, Manni als Perfektionist, wo er sehr erstaunt war, dass so nach dem Motto, nee, zweimal muss reichen. Neo Schleim hat auch Aufnahmen gemacht und ich hatte da irgendwie was mitbekommen, der Schlagzeuger war da und den hattest du, glaube ich, dann auch noch gefragt. Da wollten wir doch noch irgendwie einen Hall auf die Snare geben oder sowas. Und dann hat er gesagt, ach, muss nicht sein, bei der Musik kommt der doch gar nicht voran. War eine Punkband halt. Ja. Das war das, was ich dazu sagen wollte. Ja, und ein anderer Extrem war eben bis zum Schluss, bis wirklich alles hundertprozentig war, wo man dachte, ja, warum jetzt? Das hört ja keiner. Ne? Ist jetzt ja nur der Musiker, der meint, geht nicht anders. Und dann bei den vielen Aufnahmen waren wirklich Termine. Ne? Da musste das manchmal auch dann so, dann wartet schon wieder welche, damit es weitergehen konnte. Und da wurde man dann auch ein bisschen ungeduldig. Aber ansonsten war das eben, ja, also ich fand es war eine super Atmosphäre mit dem Aufnehmen, die ganzen Leute, die im Tonstudio waren. War eine tolle Sache. Und deswegen auch die Wiederholung dann eben im Herbst, das Ganze normal zu machen, war ganz toll. Ulk wurde 1980 gegründet von Christoph Tito Roth und Michael Renzel an den Keys und Konrad Zimmermann am Bass. Sie spielten eine wilde Mischung aus Rock, Pop und Funk mit Reggae-Elementen und alle Bandmitglieder waren riesengroße Frank-Zappa-Fans. Sie trafen sich gerne bei Hannas Plattenkiste und ihre ersten Instrumente waren nur geliehen. 1981 produzierten sie ihren Song Funkturm für die BOH Rockszene 1. Kommen wir jetzt zu Conny und Flinko. Beide damals bei Ulk dabei gewesen, Flinko nicht auf der Platte, dafür bei Kappatrom. Hören wir uns beides gleich an. War das denn bei euch damals? Auch Ulk ist ja so ein interessanter Name. Das ist irgendwie so aus dem Comic eigentlich entstanden. Also man kannte vielleicht der ein oder andere Spider-Man und es gab oder gibt den immer noch den Incredible Hulk. Und wir hatten uns dann irgendwie so eine Art Avatar, also so eine Gestalt ausgedacht, die aus dem Namen Ulk United Love Conspiracy, also eine Liebesverschwörung. Und wir haben uns auch da viel von versprochen, also dass wir da mit eine ganze Menge Mädels auch frisch machen würden und so, ne, weil ja, wenn man sich verschwört zur Liebe oder so, dann ist glaube ich heute Tinder oder sowas ähnliches, weiß man nicht, was dabei rauskommt. Hatten wir uns das ausgedacht und dann haben wir auch gedacht, ist ja auch ultra lustige Komiker, könnte das ja auch heißen. Und hatten auch, das ist irgendwie dann auch so in der Musik, auch in den Stücken dann letztendlich auch so eine Linie geworden, dass die Texte schon ein bisschen witzig oder auch mal politisch aggressiv gewesen sind. Also gegen die Pershing-Reagan-Politik und sowas. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch dann eben halt Musik zu machen, die so ein Ding in Deutschland auch gemacht wurde. Also fand ich spannend. Und musikalisch hat das alles Mögliche versucht. Also ich hatte noch nicht so lange Bassgitarre gespielt und habe versucht, wie Frank Zappas Band zu spielen. Das war nicht ganz so einfach. ich habe mit sehr vielen Leuten, also das auch zum Austausch mit Leuten auch immer wieder gerne, also zum Beispiel mit Wolfgang und Ansgar öfter und dem Tito Roth zusammen gejammt. Also es gab da sehr viele Proberaumrunden, wo man sich dann auch wieder getroffen hat, auch irgendwo sich gut ausgetauscht hat und Ideen auch irgendwo
da auch manchmal auch so einer Jam entstanden sind. Ich kann mich erinnern, dass wir ein Ding gespielt haben, was wir auf einer Session gespielt haben, wo der Hausmeister dann mit seiner Frau anklopft und sagte, wir fliegen hier gleich aus den Betten. Und ja, wir waren sehr fröhlich und war dann, dann so, dass wir dann nachher auch einen Song rausgemacht haben. Also tatsächlich ein gutes Ding raus geworden ist. Und der ist so im Ursprung eben halt aus so einer Proberaumbesuch, Ansgar und halt Wolfgang, das hat sich dann eben halt dann schon mal öfter ergeben. Ja, so viel, das war ja schon ein bisschen mehr als zum Namen irgendwas zu erzählen. Ja, gar nicht schlimm. Also, das waren all die Informationen, die ich dich sowieso jetzt gefragt hätte. Ist das so? Ja, das hat perfekt gepasst. Also, als ob du meine Gedanken gelesen hättest. Ich meine, ich habe auch schon ein paar von euren Kassetten gehört, die mir Flinko freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Oh ja, hat. Da hast du dann ja die Texte gehört, die wären damals nicht im Radio gespielt worden, ja, oder nicht so ohne weiteres. Ja, so ein Newspaper bla bla ist schon grenzwertig, von den Namen her zumindest. Ja, sag mir was, habe ich durch Zufall, also bin ich sehr dankbar für, ich habe den Flinko bei einem Konzert im Vogelhaus getroffen und der saß da mit einer Boombox oder was ähnlichem und ich denke, was spielt der denn mir gerade vor? Da war das der so ein alter Song und eben halt eine Sängerin, die jetzt hier leider auch nicht auftaucht, die Lydia Kuderer war das, glaube ich, und Kiki Alings, der damals Querflöte gespielt hat und Gesang gemacht hat, eine eigentlich doch sehr große Formation. Also wenn man mal überlegt, dass du einen Schlagzeuger hast, einen Percussionisten, einen, der Keyboard-Vibraphon spielt, einen, der Keyboard-Piano spielt, Querflöte, habe ich schon, ja. Bass, Schlagzeug, Gitarre. Gitarre war auch dabei, stimmt? War auch dabei, der Ludger Unland, Gitarrenpreisträger. Da gibt es auch einen schönen Song, Ludger's Dream, den habe ich letztens noch im Auto gehört. Oha. Ja, den, da hast du dich jetzt gerade verpflichtet. Ich habe den Flinko ja schon gefragt, ob ich irgendwie eine Möglichkeit bekomme, diese kleine Ode mal irgendwie zu bekommen. Und er hat mir gesagt, du würdest die gerade digitalisieren. Ja, 5 sind aufgenommen, 2 sind schon fertig. Die kann ich dir nach der Sendung zukommen lassen. Das klingt ja richtig gut. Dann weiß ich ja, der Weg hat sich echt gelohnt. Auf jeden Fall. Und du sprachst gerade davon, dass du Flinko im Vogelhaus getroffen hast. Macht ihr beide noch Musik heute? Heute? Jetzt gleich? Heute? Nein, also ich meine jetzt generell, also 2021. Nee, effektiv nicht. Also ich bin froh, Conny jetzt mal wieder zu sehen. Das war das letzte Mal, dass wir uns da im Vogelhaus getroffen haben. Genau. Also einfach ganz privat, kein geplantes Treffen, sondern... Ich treffe mich mit Micky Renze doch relativ regelmäßig, dass wir auch zusammen musizieren. Also ich mache ja, vielleicht weiß das der eine oder andere oder du weißt es, dass ich mit einem experimentellen Instrument, einem Wasserinstrument und einem Hydrophon ein sehr ausgefallenes Perkussionsinstrument ausgeklügelt habe und das passt sehr gut zu elektronischer Musik und macht sehr viel Spaß, das Ding zu spielen, kommt ein interessanter Sound raus und treffe ich mich mit Micky halt, weil es eben halt zur elektronischen Musik passt und das auch so irgendwo in Kombination mit Wasser auch mal zu so besonderen Badeorten. Also Bad Schandau haben wir gespielt bei dem 20. Liquid Sound Festival, sowas gibt's. Da liegen die so Wassersounds auf und die Leute schwimmen so im Wasser und lassen sich treiben und so Chill, Trance, Ambient Sounds, aber auch viel elektronische Musik und das passt natürlich mit Micky auch goldig zusammen, macht Spaß da auch sowas zu machen. Wir sind da schon in regelmäßigen Kontakt und haben auch wieder geplant, was zu machen, also das ist schon in Tüten sozusagen. Klingt auf jeden Fall interessant. Du hast uns, glaube ich, auch eine CD von deiner Wassermusik mitgebracht? Ich habe tatsächlich... ich bin jetzt auf Werbetour, okay. Ich habe so eine... Ist erlaubt, CD. Ist heute erlaubt. Ist heute erlaubt, ne? Also da ich habe ja hier auch ein Cover machen dürfen, also einmal für Sternberg und auch für die BOA Rock-Szene. Richtig, die zeigen wir gleich nochmal. Ja, und... da ist nämlich Flinkos Song drauf. Ich bin als Grafiker auch immer noch unterwegs und hatte mir gedacht,
okay, ich schicke so ein paar an besondere Leute und auch eben halt an Radiosender und habe hier von dieser CD 33 Stück gemacht und dann habe ich die so teils gebartigt und bemalt und bedruckt und dann drauf und so, dann kann man das anhören und auch angucken. Und es hat auch was Haptisches, also wie eine alte CD, nur aus Holz. Ganz schön aufwendiges Coverdesign. Ja, also machst du nur drei, also als Einzelstücke nur 33 Stück, das reicht dann auch. Also ich habe echt gepinselt und sowas macht mir auch Freude. Also sich sowas auszudenken, irgendwie so ein Design für irgendwas, finde ich spannend. Also wer ist ja Schallplatte da, ist halt das Cover, das spricht, das ist groß, das ist zum Anfassen. Da hat man viele, wer die ganzen Sachen von Roger Dean kennt, die Yes-Cover und sowas, da hat man sich das angeguckt, wow, sieht schon mal gut aus. Da habe ich mir von Micky Renzel mal ein Buch drüber ausgeliehen. Sehr interessant. Mit H2O eintauchen in sphärische Räume, auf galaktischen Akkorden und Flächen schweben und sich mit den kosmischen Grooves der H2O Waterdrum treiben lassen. Der Sound ist genial tiefblau. Ja, Wassermusik! Ja, Wassermusik! Ja, Mann! Wassermusik! 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 Voll entspannend! Ja, oder Sie hören sich lieber das Original an. H2O. Konrad Zimmermann. Kappatrom wurde 1979 gegründet von Frank Eller an den Drums und Franz Josef Brinkmann an den Keyboards. Sie spielen Rock und Bluesrock und hatten ihre ersten Auftritte in Jugendheimen und Schulen. Von ihnen stammt der Song Plane Crash auf der BOH Rockszene 2 und 1981 spielten sie die Rockbegleitung zum Musical Jesus Christ Superstar. So, und dann kommen wir jetzt zu Flinko. Du warst ja erst nach den Plattenaufnahmen wirklich bei Ulk dabei. Allerdings warst du vorher schon bei Kappatrom. Interessanterweise, weil Kappatrom ja auf der zweiten Platte zu hören ist. Hast du zeitgleich in beiden Bands gespielt? Weil das hat sich ja so ein bisschen überschnitten. Du bist mit Kappatrom auf der zweiten Rockszene zu hören, mit Ulk auf der ersten allerdings noch nicht. Die zweite Rockszene ist ja im Herbst rausgekommen, da war die erste schon fast ein Jahr alt. Hat sich das so gedeckt? Also das, ich habe zuerst mit Kappatrom angefangen, das war bei uns im Keller, da stand mein Schlagzeug. Und wir haben meine Mutter in der Küche schön beschallt, die hat sich aber nie beschwert darüber. Wir haben so ein bisschen ja, relativ einfach strukturierte Rockmusik gemacht, einfach aus Spaß. Haben da mal so im Gymnasium einen Auftritt gehabt, irgendwann in Amminkeln auf so einem Festival auch mal, wo dann die Kritik nachher gesagt hat, das war eine sehr progressive Musik. Das lag mehr daran, dass der Sound auf der Bühne so grottenschlecht war, dass der Gitarrist immer 50 Meter weiter rennen musste, weil er sonst nur Rückkopplungen hatte. Und das war so, dann ist die erste BOA Rockszene rausgekommen und ich habe die mir auch geholt, fand die auch toll. Und dann sind wir darauf gekommen, dass wir da auch gerne mitmachen wollten. Und haben dann dieses Plane Crash ausgewählt, weil das einen schönen melodiösen Teil auch hat, wo die Querflöte da richtig loslegen kann. Und wir haben dann nachher an einem Projekt teilgenommen, was vom Mariengymnasium aus gestartet worden ist. Jesus Christ Superstar ist da aufgeführt worden. Relativ laienhaft auch. Auf jeden Fall haben wir als Kappatrom dann den Part von der Rockband übernommen, haben uns das drauf geschafft. Und dann auch hier in Bocholt ein paar Auftritte gehabt, sind dann auch noch in die Partnerstadt rübergefahren nach Newcastle und haben da auch einmal performt. Und ich glaube, beim zweiten Mal stand dann über dem Orchestergraben, ich sah das von unten vom Schlagzeug, stand dann Tito da und sagte, hey Flinko, ne, hast du toll gespielt, ne, willst du nicht bei Ulk mitspielen? Und so bin ich dann auch zu Ulk rübergekommen. Und als dann die zweite Rockszene aufgenommen worden ist, sind wir auch mit Ulk da mit angetreten.
und wollten da auch einspielen, und zwar genau dieses Newspaper, bla bla. Mein Lieblingsstück von euch. Und sind dann auch angefangen, haben auch reingespielt und haben erstmal Bass- und Schlagzeugpart aufgenommen, wie das so üblich ist. Und Kiki hat dann auch so für uns so zur Orientierung dazu gesungen. Und ja, das ging so halbwegs. Wir waren noch nicht so richtig reingekommen. Auf jeden Fall ist zu der Zeit gerade jemand von der Sparkasse oben im Aufnahmeraum gewesen und hat die Texte gehört. Und deswegen sind wir auf der zweiten Scheibe nicht mehr drauf. Zensur. Damals, wir sind zensiert worden. Ich glaube, ja, ich habe zu sehr an Frank Zappa orientiert. Ja, definitiv. Also. Tito war absoluter Zappa-Fan, ich bin auch immer noch absoluter Zappa-Fan. Also waren wir alle, und das hat sich dann auch irgendwie, deshalb hat sich das auch nett zusammengefunden, auch immer wieder irgendwie so ein paar Helden hat man ja auch in seiner Musik, Vita, die man bestimmte Komponisten oder auch einfach nur Musiker, Sänger, was weiß ich, hat gerne gehört, und daraus hat sich das ergeben, und das ist aber wirklich so gewesen. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass dann auf einmal ihr braucht jetzt nicht weiter zu spielen. Das war mal ganz anders. Ja. Zack, waren sie weg. So, dass die Sparkasse euch die Finanzierung gestrichen hat. Genau. Oder hätte, wenn ihr das Stück auf die Platte gepackt hättet. Das hat auch dazu geführt, dass wir jetzt doch nicht. Stimmt. Riesen, Wahnsinns, Popstars. Das war damals die Stadtsparkasse, die das verhindert hat. Oh, durfte ich das jetzt nicht sagen. Können wir rausschneiden? Können wir rausschneiden? Das wird nachher gepiept. Ja, dann würde ich doch mal vorschlagen, wir hören uns erst Ulk ohne Flinko, dafür aber mit Conny. Und danach hören wir uns Kappa-Trom mit Flinko, aber ohne Conny an. Soweit ich weiß, hat Conny mit Kappa-Trom gar nichts am Hut gehabt, richtig? Ich kannte die Musiker und habe die auch sehr gerne gemocht. Also ich habe mit denen auch irgendwie ein paar andere Dinge gemacht, die auch im grafischen Bereich dann zwischendurch mal zu tun hatten. Also das soweit, aber nicht zusammen musiziert, da hast du recht. Schade, hätte ich mir gerne angehört. Die Bänder, weiß ich ja, wo ich die herkriegen könnte. So, dann hören wir uns jetzt Ulk an. Dazu müssen wir uns wieder die erste Rockszene nehmen. Die kennen wir ja bereits durch Atta Troll. Jetzt kommt der Funkturm. Oder Funkturm? Ist ein bisschen funky. Funkturm oder Funkturm?
So, das war jetzt der funkige Funkturm von Ulk. Und ich sehe gerade hier in der Runde, da regen sich ein paar Finger. Ich glaube, du möchtest uns noch was erzählen, Manni? Ja, erzählen und vielleicht auch fragen, weil da war eine ganz seltsame Situation bei einer Band und ich weiß jetzt gar nicht, ob einer von euch das war. Da war auf jeden Fall, überall waren da Kameras, ne, im Schlagzeugraum waren Kameras, in anderen Räumen auch überall. Man sah auf Bildschirmen, was die so machten. Und bei einer Band, da saß immer einer da und der saß da und aß die ganze Zeit. Da haben wir über zwei Tage haben wir Aufnahmen gemacht und am zweiten Tag auch, der aß wieder. Immer, wenn er Pause hatte, wenn wir was abhören, der blieb da sitzen, der aß die ganze Zeit. Ich habe immer mal gefragt, wieso ist denn da eigentlich los mit dir die ganze Zeit? Wieso musst du hier die ganze Zeit essen? Ich habe eine Kiefersperre. Also er konnte im Grunde gar nicht richtig essen, weil er eine Kiefersperre hatte. War das bei euch? Ich glaube, könnte der Hansi gewesen sein. Ja. Hansi Giesing eigentlich. Ich muss mich mal ganz kurz stören. Also ich tue es ungern, aber ich höre gar nichts. Wovon Manni gerade spricht, also jemand, der eine scheinbar eine Kiefersperre oder so hatte, der dauernd irgendwo bei Aufnahmen irgendwie gegessen hat. Irgendwie permanent, so im Hintergrund. 2 Tage lang. Ja. Und wenn ich mich recht erinnere, dann war das Hansi Giesing, der bei Ulk gerne Saxophon spielen wollte. Der hatte sich ein schönes Selma-Saxophon gekauft und da kamen auch Töne raus, aber nicht die, die gespielt werden sollten. Deshalb hat er im Hintergrund auch wohl nur gegessen. Das war so ein Soundfile. Ich war eine Zeit lang völlig irritiert. Ungewolltes Soundfile. Ja. Also ich war auch irritiert. Ich kann mich da so nebulös dran erinnern, dass da irgendwie auch eine Frage besonders, muss das sein, dass da immer im Hintergrund jemand beim Essen ist. Und ich weiß, dass da immer so Müsli und sowas alles ist. Genau. Also, genau. Hat das immer so ein Behälter damit. War sehr flüssig, was da drin war. Ja, ja, genau. Hansi. Also, war das guter bei euch? DJ. War das bei euch, ja. Guter DJ. Hat er den gedacht? Dass durch dieses Müsli essen der Saxophon spielen vielleicht besser werden wird. Du weißt ja, am Plättchen, ne? Da darf auch kein Zucker dran oder irgendwie Müsli oder sowas. Nee, das, ja. Ganz, ganz schlecht. Für Saxophon spielen, essen, no go. Also nicht, also kein Brötchen, gar nichts. Also, das funktioniert nicht gut. Also Essen geht mit dem Saxophonspiel nur am Start, ne? Ja. Frage beantwortet. Ne? Ja. Ja, also schön, dass du das auch noch weißt. Ja, ich wurde da jetzt darauf hingewiesen hast. Ne, also war wirklich witzig, dass der sah eigentlich immer aus wie ein Top-Musiker mit langen Haaren, hatte eine Wahnsinns-Schallplattensammlung, aber wirklich unglaublich gute Schallplattensammlung. Mehr als 1000 LPs damals und alles Mögliche da drin. Weshalb wir dann auch in dieser Disco 81 da auch, also ich mit ihm zusammen auch, ich hatte auch relativ viel Schallplatten, weil ich ja bei Hanna Musik gearbeitet habe, aufgelegt haben und dort auch relativ schnell dafür gesorgt haben, dass das Publikum, was da vorher war, war dann nicht mehr da. Dann war anderes Publikum da, aber dafür auch 3- oder 4-mal so viel und haben da sehr viel gefeiert. Also ist dann nachher irgendwo letztendlich das doch du auch irgendwo so rausgeboren. Und da hat der immer gegessen hat, auch mitgemacht? Der war der mit mir zusammen der Haupt-DJ. Die haben da eigentlich, er hatte die größere Schallplattensammlung, die haben da ziemlich viel hingeschleppt und da hast du halt eben halt auch so Sachen mal hören können, wie Solution zum Beispiel oder hier einige von den Jazz-Rucksachen, Crusaders oder sowas, die wurden da ganz normal zum Tanzen, zum Party machen gespielt. Ne? Klingt auf jeden Fall nach einer interessanten Party, da wäre ich gerne dabei gewesen. Jetzt hören wir uns Flinko an mit Kappa-Trom und Plane Crash. Thank you.
So, jetzt sitze ich hier wieder ganz alleine. Ich habe einen Mordspaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder Ideen, was man beim nächsten Molketalk machen kann, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in der alten Molkerei in Bocholt.